Abwechslung macht Sneak Preview im Kinocenter Heidenheim und Kinopark Aalen. Was läuft? In jedem Fall ein absoluter Top-Film vor dem offiziellen Kinostart. Hingehen lohnt sich. Tickets für nur 5 Euro. Mehr unter kino-hdh.de und kino-aa.de. Also es war von Anfang an klar, dass es schwer sein wird für das erste Spiel der Rückrunde mit neuem Trainer, wie das die Mannschaft quasi gebacken kriegt. Aber wir haben versucht, das, was uns vorgegeben war, umzusetzen. Und ich denke, vor allem in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir mehr können in der ersten Halbzeit. Im Endeffekt ist 1:1 ist gerecht, aufgrund unserer schlechten ersten Halbzeit und der guten zweiten Halbzeit. Ich denke, wir müssen mit dem Punkt hier zufrieden sein. Sind als krasse Außenseite vielleicht nicht, aber als Außenseite auf jeden Fall hergefahren zum Tabellenführer. Haben dann gut im Spiel. Ja, ist vielleicht auch verdientes 1:1 und damit müssen wir auch zufrieden sein. Dabei ist richtig. Ja.
bekommen einen Freistoß, sogar 20 Meter vorm Tor. Ja, man nimmt sich eine Ecke vor, schießt dann. Wäre vielleicht auch so gut gekommen, wird dann noch unhaltbar abgefälscht, glücklich reingefallen. Muss man mitnehmen, freut man sich natürlich drüber. War eigentlich schon unzufrieden. Wir wollten eigentlich schon gewinnen halt, aber ja, vom Spielverhältnis her war es okay, das 1-1. Eigentlich hat er gar nichts umgestellt. Wir haben es nur in der zweiten Halbzeit einfach besser gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir es einfach, ja, muss man so sagen, schlecht gespielt. Dani ist ganz gut durch und dann hat er der Markus Gassner der Ball richtig getroffen und dann schon mehr vor der Vier und die haben dann reingehauen. Ja, wir sind absolut zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben uns von Anfang an vorgenommen, dass wir über die Zweikämpfe ins Spiel kommen und geschlossen als Mannschaft auftreten. Und das hat die Mannschaft heute zu 100%ig befolgt. Klar, auf dem Platz kann es immer mal so oder so hingehen, aber im Endeffekt ist der Punktgewinn in Ordnung. Sicherlich war es auf dem großen Platz ein anstrengendes Spiel, aber ich denke, dass der FV Sonntag in der zweiten Halbzeit dann eben erkannt hat, dass sie auch dagegen halten müssen. Und dann ist ein noch größeres Kampfspiel, wie schon in der ersten Halbzeit war. Ja, es sind ein paar Sachen da passiert, die mir nicht gut gefallen sind und wo wir auch anders besprochen haben und anders ausgemacht haben. Aber gut, das ist. Ich habe den Jungs auch gesagt, dass ich auch nicht erwarte, dass von heute auf morgen wieder auf meinen Rhythmus wieder umstellen. Das dauert noch ein bisschen, aber zweite Halbzeit war dann viel besser. 6-1. Ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war so, vom Kämpferischen her waren wir schon gut, vom Läuferischen auch. Aufgrund Platzverhältnisse war leider nicht möglich, spielerische Akzente zu setzen, also von beiden Mannschaften. Und im Endeffekt mit 1-1 kann ich auch gut leben. Die wissen schon, dass ich ein bisschen durchgeknallt bin. Und das ist einfach, ich bin einfach so. Und wir werden einfach dranbleiben, arbeiten. Und wie gesagt, wenn die Platzverhältnisse einigermaßen da mitspielen, dann werden wir auch mitspielen. Und ich bin auch guter Dinge, dass wir in die richtige Richtung gehen.